Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop. Wir sind heute in Wreden unterwegs, das ist gar nicht so weit weg von der holländischen Grenze. Ist das richtig, Björn? Ja, ist richtig. Hallo, das ist der liebe Björn, wir sind bei der Firma Kemper. Die Firma Kemper haben wir euch schon mal vorgestellt, das sind auch diese Rauchabsaugsysteme, die ich bei mir in der Werkstatt einsetze. Und die liebe Firma Kemper hat was ganz Neues rausgebracht und deswegen bin ich heute hier. Es interessiert mich extrem und ihr seid dabei. Hallo Björn. Hi, grüß dich. So, Igor. Wir haben das Sicherheits-Corona-Konzept hier alles umgesetzt, das heißt, ich darf die Maske abziehen. Genau. Ja? Ja. Dann kommen wir doch direkt zur Sache. Sag mir doch mal bitte, was ist das? Ja, das ist unser neues Gerät Air Control. Ja. Und das ist ein Luftreiniger, der unter anderem beispielsweise Aerosole aus der Luft filtert, ja, die, wenn infizierte Personen im Raum sind, eben die virenbelasteten Aerosole aus der Luft eben auch rausfiltern kann. Ja. Jetzt kommen wir schon direkt zum Hauptkern. Die Firma steht ja dafür, dass die in den Werkstätten beim Schweißen, beim Schleifen die Luft reinigt, ja, dass ich das nicht einatmen muss. Genau. Und jetzt haben wir natürlich die Krise mit Corona. Da habt ihr euch halt überlegt, wie kann man es möglich machen, dass man wieder normal zur Schule gehen kann. Ja? Ist das war der Hintergrund? Oder? Ja, das war einer der Hintergründe. Ich meine, es ist natürlich viele Ideen da gewesen. Der Hauptgrund war, Mensch, wir gehen jetzt in die kalte Jahreszeit. Ja. Klassenräume werden durch Stoßlüftung belüftet im Grunde genommen, alle 20 Minuten. Und ich habe selbst noch ein schulpflichtiges Kind und die hat gesagt, ich sitze mal immer mit Winterjacke in der Klasse rum. Und das ist natürlich eine Situation, die nicht wirklich gut ist oder nicht gut tragbar war auch. Und durch so ein Gerät kann man eben erstmal dafür sorgen, dass es gleichmäßig die Luft gereinigt wird, was durch eine Stoßlüftung nicht immer möglich ist. Das heißt, so ein Ding steht in einem Klassenraum, genau, und sorgt dafür, dass die Viren in irgendeiner Art, das wirst du uns ja gleich erklären, aufgefangen werden. Das heißt, es sorgt auf jeden Fall für eine deutliche Luftqualität. Wir reinigen hier die Luft von Feinstaub und Feinstaub sind Pollen, können Aerosole sein mit Viren, mit Bakterien und so weiter. Das heißt, auch nach Corona, in Anführungsstrichen, wenn es das dann irgendwann geben wird, ist so ein Gerät natürlich immer noch von Nutzen, weil es die Luft halt reinigt. Ja? Und die Staubbelastung sinkt natürlich auch, Feinstaub beispielsweise. Erklären wir ganz kurz, wie funktioniert das denn? Wir haben 230 Volt, genau. Ja? So ist das Ding aufgebaut. Also wir haben in diesem Gerät hier drei Filterstufen letzten Endes. Wir haben einen groben Vorfilter, einen F7 Vorfilter. Dann haben wir in diesem Gerät verbaut einen UVC-Filter. Das heißt, da ist eine UV-Lampe drin, die dann das Filter bestrahlt letzten Endes. Und die dann dafür sorgt, dass die Viren, die sich zum Beispiel auf dem Filter befinden, inaktiviert werden. Neutralisiert. Wenn du jetzt zum Beispiel das Filter wechselst, ja, musst du jetzt nicht zwei Tage warten, bis die sich neutralisiert haben. Dafür haben wir eine UV-Lampe drin, die dann nach dem Einschalten des Gerätes für eine bestimmte Dauer das Filter bestrahlt von oben, okay, und dadurch werden die Viren inaktiviert. Jetzt aber grob zum Funktionsprinzip. Jetzt haben wir einen Klassenraum, ja? Da sitzen die Kinder, ja, die sind jetzt schon. Wird dann trotzdem empfohlen, dass sie eine Maske aufhaben? Das kommt drauf an, ne? Also wir müssen eins, ne, nur dass wir das mal auch gesagt haben, ja, das ist jetzt nicht die ultimative Lösung jetzt gegen Corona, es ist eine der flankierenden Schutzmaßnahmen. Das heißt, wir haben den Abstand, wir haben die Masken, die getragen werden, wir haben nach wie vor das Lüften übers Fenster, weil wir halt den Sauerstoff brauchen, und wir haben eben diese Geräte. Und alles zusammen ergibt nach der Meinung vieler Experten ein Sicherheitskonzept, was eben tragbar ist, um die Schulen wieder zu öffnen. Denn darum ging es uns. Darum geht es, ja. Ja. Und nicht nur Schulen, auch andere Dinge. Ich sehe das auch, ich meine, wie viele sind davon betroffen? Einzelhändler, ja? Ja. Wie sieht das aus, wenn so ein Ding jetzt in einem Geschäft stehen würde? Ja. Aber das ist eine andere Baustelle. Naja, man muss immer sehen, du hast bei Schulen fast passiert eins. Du hast viele Menschen auf engem Raum, ja, in einem geschlossenen Raum. Ja? Und da gibt es ja Berechnungen dazu. Und mittlerweile ist eigentlich auch allen klar, dass der Hauptübertragungsweg Aerosole sind. Ja? Also das heißt ausatmen, genau, und ich atme es ein. Genau, und die Menge der Aerosole ist dabei ganz, ganz ausschlaggebend. Ja, ja. Je mehr Aerosole, also je höher die Aerosolkonzentration in einem Raum ist, ja, desto höher ist letzten Endes die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt. Da gibt es sogar Berechnungsgrundlagen dafür, ganz einfache Rechner, wo du eingeben kannst, Raumgröße, wie viele Leute, einer ist infiziert, so und so viel Prozent Ansteckungs. Das heißt, in dieser großen Halle, du und ich auf Abstand und der Kameramann noch mal 3 Meter weg, sind wir safe. Relativ. Und wir machen das Ding gleich noch an, da sind wir noch. Noch safer. Noch safer. Das heißt, hier oben, wenn ich jetzt schon durchschaue, sehe ich aus wie so ein umgedrehter Trichter. Das heißt, ich gehe davon aus, hier wird die Luft aufgefangen. Genau, wird hier angesaugt. Von allen Seiten, ne? Richtig, ja.
360 Grad Ansaugöffnung. Hier kommt die Luft an. Genau. Geht durch das ganze Filtersystem. Richtig. Und kommt hier unten wieder. UV-Filter, Hauptfilter, Ventilator und wird unten dann letzten Endes leise und impulsarm, so nennen wir das, ausgeströmt, damit keine Zugerscheinung hat. Bevor wir zu der Bedienung kommen und wie das, ich meine, das glaube ich, Prinzip ist ja ganz easy, ne? Anmachen oder ausmachen, zusätzliche Funktionen, das wirst du mir ja gleich alles erklären. Jetzt habe ich so ein Ding im Klassenraum stehen. Wie lange hält denn so ein Filter? Das ist sehr stark davon abhängig, wie viel Staub natürlich. Wie viel Dreck reingebracht wird. Ja. Stimmt. Das filtert dir die gesamte Luft. Wir nehmen mal einen Extremfall, dass der Klassenraum befindet sich an einer stark befahrenen Straße oder neben einem Industriegebiet oder sonst irgendwas. Dann habe ich natürlich viel mehr Staub. Oder zum Beispiel neben einem Acker. Ja, wenn ich also einen landwirtschaftlichen Acker drin habe, der Acker wird gepflügt, dann habe ich natürlich eine viel, viel höhere Partikelzahl und Staubanzahl da drin. Aber wir gehen davon aus, dass wenn man regelmäßig das Vorfilter wechselt, dass man dann Standzeiten hat von ungefähr einem Jahr. Ah, das ist ja super. Das habe ich bei meinem Filter, in dem, wo ich so viel Dreck mache, nicht. Nee, das hast du nicht. Nee. Aber der Punkt mit dem Vorfilter ist ganz wichtig. Ich habe bei mir gemerkt, umso öfter ich den günstigen Vorfilter tausche, umso länger lebt der Hauptfilter. Ja, absolut. Also das ist super interessant. Ein Jahr, ich hätte gedacht, du sagst mir jetzt ein, zwei Monate, aber ein Jahr, wir gehen davon aus, kann natürlich auch ein halbes Jahr sein, wenn wir extremere Bedingungen haben, aber wir empfehlen sowieso bei diesen Geräten, weil wir hier über Raumluft sprechen, ne, natürlich haben wir die UV-Lampe da drin, dass man das einmal im Jahr wechselt, einfach aus hygienischen Gründen. Wichtig ist noch eins, da sitzt ja die Turbine, wie nennt man das, der Lüfter? Der Ventilator, ja. Genau, und er zieht komplett einmal durch. Genau. Der ist halt hier mit einem Frequenzumrichter ausgeschaltet. Ich habe gerade diese Absaugleistungsregulierung angesprochen, dass der Ventilator hoch und runter fahren kann und dass ich natürlich anfangs auch einstellen kann, welche Raumgröße ich habe. Ja? Es wird hier ein sechsfacher Luftwechsel empfohlen. Das heißt, die Luft, die sich im Raum befindet, wird in der Stunde sechsmal gereinigt. Das hier sieht aus wie ein Bewegungsmelder. Der hat eine Funktion. Genau. Also wir haben uns viele Gedanken gemacht, was braucht so ein Gerät letzten Endes. Wir haben hier einen Bewegungsmelder eingebaut. Eben aus dem Grund, damit das Gerät immer eingeschaltet bleiben kann. Also muss niemand, das ist also bedienerfreundlich, ne? Das heißt, sobald Schülerinnen und Schüler in den Raum reinkommen, dann wird das Gerät eingeschaltet und die Lehrperson muss jetzt nicht daran denken, Mensch, ich muss das Gerät einschalten. Mhm. Ja? Und dann der andere Effekt ist natürlich so, du kannst dir vorstellen, du warst wahrscheinlich einer der ersten früher, die nach dem Klingeln, nach der letzten Stunde am Freitag raus waren. Ja, ich auch. Vorher war ich schon weg. Und jetzt wird vergessen, das auszuschalten. Jetzt läuft es die ganze Zeit. Ja? Und dann verbrennt es halt oder verbraucht es zu viel Energie. Ja. Und das ist natürlich nicht zwingend notwendig. Und es würde natürlich auch die Lebensdauer der Filter letzten Endes unnötigerweise verringern. Ja, ja. Die Steuerung, hier ist der Einschalter. Kann man jetzt, glaube ich, nichts verkehrt machen. Sieht aus wie ein Einschalter vom PC. So. Was ich jetzt hier sehe, wieso höre ich nichts? Muss der nicht schon laufen? Der läuft. Ja, der läuft nicht. Der läuft. So, pass auf. Jetzt geht er an. Ah, jetzt geht er an. Ja. Wenn du da unten sitzt und dich nicht bewegst, passiert halt nichts. Aber der ist trotzdem sehr leise. Ja, ist sehr leise, ja. Sehr leise. Wir haben ihn jetzt zum Beispiel eingestellt auf eine typische, es ist lustig, mit welchen Sachen man sich befasst. Ja, wir wissen, dass der durchschnittliche Klassenraum ungefähr 200 Kubikmeter hat. Der durchschnittliche deutsche Klassenraum hat ungefähr 200 Kubikmeter Luft. Hat sich noch niemand vorher Gedanken drüber gemacht wahrscheinlich. Wir wissen es jetzt und danach haben wir das Gerät auch ausgelegt. Und es ist jetzt ungefähr eingestellt auf einen Klassenraum, der so 60, 70 Quadratmeter hat. Da brauchen wir so 1000 Kubikmeter Luft. Ah, ist ja relativ einfach. Um das auch so pro Stunde, ne? Das heißt Kubikmeter pro Stunde. Genau. So 200 Quadrat. Kubikmeter. Bin ich bei 1100, dann habe ich den Klassenraum komplett versorgt. Genau. Das heißt, hätte ich einen größeren Konferenzraum, würde ich die Leistung erhöhen. Zur Sicherheit. Genau, wir können hier 1600 Kubikmeter. Könnte ich hochgehen. Ja, also dann kann ich das hochfahren. Aber guck mal, wir können uns immer noch normal unterhalten. Also da ist eine Smart Master, die ich bei mir in der Werkstatt habe, schon deutlich lauter. Natürlich. Klar, die sind auch, also alle Campergeräte zeichnen sich auf jeden Fall immer dadurch aus, dass sie sehr, sehr leise sind. Ja. Gerade unsere zentralen Filteranlagen sind da absoluter Spitzenreiter im Segment.
aber auch die mobilen Geräte. Nur, wir reden hier über einen Klassenraum, ja, wo Grundschüler sitzen. Ja, das muss leise sein. Die müssen sich konzentrieren. Ja. Deswegen, das ist einer der Punkte, wo wir hier sehr, sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass wir unbedingt bestimmte Werte unterschreiten und je nach Leistung sind wir tatsächlich unter 40 dB. Das ist flüsterleise. Ja. Ich könnte mir theoretisch, wenn ich jetzt ein Büro habe und dort sitzen Mitarbeiter, würde auch Sinn machen, um das Gefahrenpotenzial zu verringern, auch im Büroraum hinzustellen. Aber du hast natürlich recht, wir haben hier in unseren Büros die Geräte auch stehen. Überall, wo mehr als ein Mitarbeiter ist, also wo nicht jemand alleine sitzt in dem Büro, haben wir die Geräte installiert, um eben auch eine gewisse zusätzliche Sicherheit noch zu haben, eben aufgrund der Aerosole. Hat das denn eine bestimmte Bedeutung? Hier wird irgendwas angeschaut? Das sind Messsonden. Aha. Wir brauchen immer einen Vergleichswert zwischen dem Druck im Gerät und außerhalb des Gerätes und das im Verhältnis zum Ventilator. Mhm. Und wir haben hier eben verschiedene Drucksensoren, um den Außendruck ein Verhältnis herzustellen. Und du siehst, du hast auch noch mehrere Knöpfe bzw. Leuchten dort. Und die oberen beiden Leuchten sind Anzeigen dafür, dass das Filter gewechselt werden muss. Und zwar haben wir hier für das Vorfilter und für das Hauptfilter eine gesonderte, also eine einzelne Anzeige, eine einzelne Überwachung. Und das merkt ja alles. Das hängt da unter Druck. Wenn du zum Beispiel nur eine Filterüberwachung hast, dann musst du halt schätzen, wann du das Vorfilter wechselst. Mhm. Wir geben hier an, wann das Vorfilter zu wechseln ist und mit der zweiten Leuchte siehst du, wann das Hauptfilter zu wechseln ist. Ja, der Vorfilter, Prefilter, genau. Und Heber, der Hauptfilter. Genau. Das sind einfach Leuchten, das sind keine Taste. Und die, ja. Eigentlich musst du ja, das ist ja auch gut so, man muss ja nicht da lang irgendwas einstellen. Genau. Das ist denen so laufen, am besten gar nichts anfassen, einmal im Jahr kommen, Filter tauschen und alles sind glücklich. Absolut. Ja. Und unten die Leuchte ist nochmal so eine Multifunktionsleuchte, um eben, ich sag mal, bestimmte Anzeigen darzustellen, wenn ein Fehler vorliegt oder sonst irgendwas. Wann seid ihr auf die Idee gekommen? Ich meine, ihr seid ja wirklich aus dem Bereich Verarbeitung, Schweißen, Werkstätten, Absaugen. Also ist ja Teil unseres Erfolges auch, oder sagen wir auch immer, dass sag mal, die Fokussierung auf die metallverarbeitende Industrie unser Erfolg eigentlich ist oder wo der Erfolg herkommt. Und nichtsdestotrotz kennen wir uns natürlich bestens mit Luftbewegung aus, mit der Filterung. Mhm. Jetzt muss man sagen, ist natürlich auch zufälligerweise so die Corona-Viren oder Viren allgemein haben eine ähnliche Größe wie die allermeisten Schweißpartikel, also die allermeisten Staubpartikel im Schweißrauch. Ja? Deswegen, was macht den Schweißrauch so gefährlich? Weil er so kleinste Partikel hat, die halt überall in den Körper eindringen können. Ja. Und jetzt kennen wir uns so ein bisschen damit aus und wir haben aber schon relativ früh im letzten Jahr, also anfangs der Corona-Krise, uns überlegt, was können wir dazu beitragen. Du weißt, wir haben zum Beispiel das Unternehmen gegründet, Serdo, was Desinfektionsständer herstellt. Das hatte ich mitbekommen. Wir hatten ein Projekt in Tschechien, wo wir sogenannte Testboxen gemacht haben, um Leute zu testen und dann die Menschen, die da drin sind, unter geschützten Bedingungen zu haben. Also wir hatten so ein paar Projekte und eines davon war eben auch solche Luftreiniger. Weißt du, wo ich das gesehen habe? Ich habe das gesehen auf ARD, Brisant Magazin. Ja. Idee, Entwicklung, Fertigstellung, Freigabe, Zeitraum? Knapp drei Monate. Gut, ja, ihr müsst es ja, ich sag mal nicht, wie du gesagt hast, nicht ganz neu entwickeln. Es war ja schon... Ja, nein. Also hier ist kein Bauteil mehr so, wie das bei einem oder anderen Gerät ist. Da muss man auch sagen, das ist schon eine, ich sage das immer wieder auch den Leuten, die damit zu tun haben, das ist eine Teamleistung sondergleichen gewesen. Ja. Also das in drei Monaten fertigzustellen, klar, wir haben natürlich, wir wissen ne, die Gehäuseteile ungefähr, wir haben die Scharniere und so weiter, die Türen, wir wissen, wo wir die Rollen herbekommen. Aber trotzdem, ja, wir haben der Markt von Filtern war erstmal schwierig, ja, weil du konntest keine Filter bekommen in der Qualität. Also alle Gewerke im Unternehmen, also sagen wir jetzt, ob es dann die Entwicklungsabteilung ist, die Produktionsabteilung, die sich schon mit befasst hat, wo produzieren wir denn die Teile? Ja? Wir haben eine komplett neue Fertigungslinie aufgebaut in Tschechien. Das kriegt man auch nicht von jetzt auf gleich hin, um die Teile zu haben dafür. Wir mussten hier in Frieden, sage ich mal, die Assembly Line umbauen, damit wir hier die Teile auch fertigen können oder die Geräte montieren können und so weiter. Apropos fertigen. Also, das ist alles natürlich in so einem Prozess mit drin, in diesen drei Monaten letztendlich. Ne? Apropos fertigen, wie viele von denen habt ihr jetzt ins Leben gerufen? Also ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, es sind knapp 1000, schon 1000 Stück. Ja. Und die sind schon unterwegs? Naja, fast alle. Ja. Wahrscheinlich, ich vermute, wo ist die nächste Schule hier? Die nächste Schule von hier aus ist ja hier Richtung, weiß ich nicht, 2-3 Kilometer. Steht da eine dran? Nee, leider nicht.
Wieso nicht? Das kannst du nicht beeinflussen. Das kann ich nicht beeinflussen. Ich habe jetzt natürlich auch in meiner Heimatstadt nicht zu viel Druck gemacht und war da immer da und habe immer hinterhergehakt. Dann irgendwie ein bisschen. Die haben wahrscheinlich etwas anderes Konzept. Vielleicht muss das noch. Also, es ist immer total abhängig davon. Es ist ja sehr umstritten. Hilft das? Ne? Das ist ja, relativ teuer. Verstehe. Kann man nicht auch andere Sachen machen? Ich weiß, dass hier in den Schulen zum Beispiel CO2-Sensoren eingesetzt werden, damit man weiß, wann man die Fenster wieder öffnen muss. Okay, die machen nämlich dieses Belüftungsprinzip. Genau, wenn du mich jetzt fragst, ich halte davon nichts, aber nicht nur, weil ich jetzt Luftfilter verkaufe, sondern weil einfach durch dieses permanente Lüften es erstmal kalt wird in den Klassenräumen. Natürlich wird Energie verschwendet, das sei jetzt mal nebensächlich, aber es ist überhaupt nicht gewährleistet, dass die Luft von den Aerosolen gereinigt wird. Aber eine Kommune weiter in der Stadt Stadtlohn beispielsweise, die hat ganz konsequent alle Grundschulen damit ausgestattet. Mhm. Komplett. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwo in deinen Klassenraum zu schauen, vielleicht steht ja so ein Ding da dran. Finde ich Respekt, mein Lieber. Vielen Dank. Ich finde das spannend, dass es nicht nur immer um die Welt der Schweißtechnik geht, ja, dass auch andere Dinge mal über den Teller anschauen, mal was anderes tun, finde ich super. Danke dir, jetzt weiß ich ein bisschen mehr. Ich würde aber gerne das nächste Mal, wenn wir hier sind, es gibt unterschiedliche Filtertypen, Klassen, dass wir darauf eingehen. Ja. Zum Beispiel, warum ist denn der Smart Master so ein Filter drin? Ja. Warum ist in einem Tower so ein System? Genau. Ja, das ist ja nicht überall der gleiche Filter drin. Es hängt immer von der Partikelgröße ab. Das ist das eine. Und das andere ist eben, habe ich einen Filter, was gesättigt wird auf Dauer? Also ein Einwegfilter im Grunde genommen, was ich hinterher entsorge. Ja, ja. Oder habe ich einen so Mehrwegfilter? Genau, Abreinigungsfilter. Das sind die Hauptunterscheidungskriterien. Das andere unterscheidet sich eben je nach Abscheidegrad. Ja. Das wäre schön, wenn wir das nächste Mal dann. Ja, danke für deine Zeit. Danke dir. Ciao.